Okay, da waren wir fertig. Den können wir noch kurz einsammeln. Jetzt heißt es Enzyme, aber ich habe Angst vor den Bienen und ich habe nicht so viel Leben. Der da hat uns gerettet. Kann ich dich noch fotografieren? Nice, das geht. Och, ist das geil. Oh. Ob ich euch gerettet habe, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur dazu entschieden, euch nicht direkt zu töten. Zeit fürs Heierbettchen, Alter, hast du mich erschreckt. Genbank brauche ich noch nicht, aber eventuell gleich. Fuck my life! Muss ich die mit dem Napalm angreifen? Okay, was haben wir bekommen? 200 Adam Hypnotized Big Daddy 2. Der erste. 4 Verbandskästen, das ist geil. Bienen muss ich wahrscheinlich mit dem Napalm angreifen. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Okay. Menschlöcker, dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfattacke. Kommt bei mir nicht vor. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen viel mehr Schaden zu, wenn sie Feuer verwenden. Na. Setzt einen Schwarm stechender Insekten frei, die mehrere Feinde gleichzeitig angreifen. Das ist geil, das erinnert mich an Bioshock Infinite. An die Raben. Da konnte man aber auch so Nester platzieren praktisch. Wo die sich sammeln. Hier mal statt Security Bullseye. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Ich frag mich, ob die Bienen auch bei Big Daddy funktionieren. Ich habe 260. Es ist die Frage, ob jetzt... Ich kann mir auf jeden Fall 2 von diesen Slots leisten und 1 Plasmid-Slot oder 3 von den Slots. Ist die Frage, wo habe ich... Ich gucke jetzt gleich nach. Wir haben auf jeden Fall alle... Ja... Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Mhm. Okay, alle Slots sind belegt. Ich hätte noch 2 frei, aber ich gucke zuerst. Tür, bleibt bitte zu. Danke. Ich gucke zuerst, wo es sich wirklich lohnt, Geld noch auszugeben. Wieso habe ich hier eigentlich schon 3 Slots? Habe ich schon welche gekauft? Anscheinend ja. Also Blitz und... Ach, das können wir auch hier gucken. Blitz und Feuer brauche ich auf jeden Fall. Das Einfrieren ist auch ganz gut. Die Bienen... Er hätte gern die Biene auf 3, aber das klappt sowieso nicht. Telekinese, ja, kann nützlich sein. Was haben wir hier? Die Dinger nach hinten schleudern mit dem Energiestrahl. Security Bullseye. Ein Zieldummy, ne? Ich könnte die halt leben lassen und dann das benutzen, der Big Daddy kämpft für mich, aber... Bringt das so viel? Das gleiche wie mit so einem Security Bullseye praktisch. Nur die kommen häufiger vor als ein Big Daddy, der gerade läuft. Dann nehme ich doch Sonic Boom. Das kann ich, glaube ich, am ehesten noch verwenden. Okay, Körpertunika. Hacken, Gesundheit und Eve. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit, ist gut. Das Suchen eines Behälters für eine Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes... Oh lol. Oh lol. Okay. Okay, Körpertunika ist jetzt nicht so was Geiles dabei.
Hier eine Lampe hat noch weniger beim Hacken und Slow beim Hacken. Okay, auf jeden Fall bräuchte ich beim Techniktoniker ein, weil ich sowieso ganz viel hacke. Kampftoniker, statische Entladung, Photographer's Eye, Kampftoniker auch. Kampftoniker war glaube ich das, wo ich mir am schwersten entscheiden konnte. Sag mir nicht, ich habe gar nichts um... Nee, das... Ich habe bei Kampftoniker auf jeden Fall noch was. Das hat's automatisch... Nee, hier. Das hat's automatisch schon ausgesucht sogar. Okay. Okay, also statt statischer Entladung 1, statische... Jetzt habe ich beides. Jetzt habe ich... Körperpanzerung. Erhöht den Schaden, den die Kamera-Spots und Geschütztürmen zufügen. Wrenchstock, die statische Entladung. Da nehme ich einfach nur die Zweier. Dann hier Machine Buster. Das ist, glaube ich, okay. Photographer's Eye, statische Entladung 2. Das ist okay. Nicht hier habe ich noch einen gekauft. Genau. Verringert die Dauer von Kameraalarmen, verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Kombo-Schlössern. 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Nee, das nicht. Hacken von geschützten Bots und Kameras, das mache ich sowieso selten aktuell, deswegen. Das hilft uns generell auch immer. Hacker Focus, hier haben wir Hackers Expert und Slow. Das ist super. Kann ich irgendwie... Wie mache ich... Wie komme ich dagegen an? Tatsächlich mit Napalm anscheinend. Oder ich kann auch den Feuerstoß einfach versuchen. Bild von... Ne, warte, ich... Falsche Richtung, sorry. Kann ich ein Bild von den Bienen machen? Rauchsteuerung, okay. Die Bienen können mich angreifen, wieso kann ich kein Bild machen? Gut, draufsteigen. Macht aber Sinn, dass Bienen hier sind, denn Bienen sind ja extrem notwendig, um hier Pflanzen... Ist natürlich geil, dass ich jetzt weniger sehe. Ist das das, was du willst? Geh mir weg! Das hat ein Timer, die Rauchsteuerung. Du spielst den Richter! Ich mach dich! Okay, jetzt verschwindet der Rauch wieder. Die Bienen sind wieder da. Mich am Arsch, ich hab kein... Ich hab auf jeden Fall ein Zoom-Ding ge... Alter! Gib mir doch nicht alle auf den Sack, hey komm! Jungs, Kinders! Oh Gott, jetzt habe ich keine Muni für irgendwas. Wenn ich R drücke bei den Dingern, kann ich tatsächlich nochmal. Kommt jetzt wieder jemand? Dann ist... Irgendwann ist auch mal genug, möchte ich mal anmerken. Ah! Zeig dich, ich will...
Alter, die Bienen greifen mich auch an. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hilft ein bisschen. Was braucht man gegen Bienen? Napalm. Ist halt echt scheiße, dass andauernd die fucking Splicer kommen, wenn ich hier einfach mal in Ruhe. Ich meine, Pistolenkugeln. Komm, nehmen wir mal panzerbrechend. Ich bin zu früh rein. Kommst du denn jetzt auf einmal her? Ich glaube, wenn ich R drücke, kann ich einfach bestimmen, dass ich was anderes dort finde. Ja, mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie man sieht. Aber auch nur Heilung. Aber da ist auch so ein Ding. Okay, ich muss mir Verbindskästen kaufen. Rechtschaffenes Rancher, der Grund des Meeres unserer Heimat. Aber hier meine Reise nach Rancher war bereits meine zweite. Moment mal! 1919. Oh Gott. Ich habe sogar noch F gedrückt, aber ich hatte ja logischerweise keinen scheiß Dinger. Kann ich bitte durch? Sei verflucht!
an dem Ding gestorben? Ich habe hier echt gar nichts. Nee, da kann ich einfach an das Ding gehen. Nein, aber wo war das da? Ich habe jetzt wenigstens Pistolenkugeln. Ich brauche hier eigentlich nur noch ein scheiß Ding. Ein scheiß Ding braucht nur. Ich habe jetzt wenigstens alles. Was ist das neue Ziel? Moment mal. Ich muss hier hin. Ah, ich muss dann U-Invent, stimmt. U-Invent heißt das. Alter, das ist das. Die Mission war echt nervig. Ich sollte aber nochmal zurück und mir noch mehr Pistolenkugeln kaufen, das geht so nicht. Alter, warum halten die denn... Danke. Warum halten die denn so viel aus? Okay, es ist ein Leadhead Splicer. Einmal Schrot, okay. Ah, ich habe nur noch 100. Wo war das nächste U-Invent? Da. Hier runter, bla. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Let it. Ach komm, da muss ich eigentlich nicht hin jetzt. Lazarus Vector. Mit dieser neu erfundenen Chemikalie können sie toten Gemüsepflanzen wieder Leben einhauchen. Okay, dafür habe ich ja alles. Was kann ich noch machen? Autohacker habe ich eigentlich genug, glaube ich. Auf jeden Fall. Explosivschrot brauche ich nicht. Einmal Autohacker. Ja, das passt, okay. Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Beim nächsten Mal... Oh. Ich bin an meinem Limit. Und bei Antipersonen bin ich auch an meinem Limit. Ich fühle ja sonst nie, ne? Okay. Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Beim nächsten Mal machen wir natürlich direkt weiter mit dem
Lazarus-Vektor und gucken, wie es weitergeht, wie wir die Pflanzen retten und somit unser längerfristiges Überleben hier sichern können. Hoffentlich hat es euch gefallen. In der nächsten Folge geht's weiter.